Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin Vito und wir zocken zusammen das erste Mal Dark Souls 3 durch. Blind das Ganze. Ich freue mich tierisch. Es macht mega Spaß. Ich liebe es. Und wir haben in der letzten Folge die Wächter des Abgrunds, also die Abyss Watcher, besiegt. Und deshalb reisen wir nochmal in den Feuerbannschrein. Ich habe in der, jetzt ein bisschen offscreen, habe ich diese Finsternisritter abgefarmt. Ohne Ende gefühlt. Ich meine, ihr seht ja auch, wie viele Seelen wir jetzt erneut haben. Dadurch habe ich einfach mal so ein paar Rüstungsteile von denen bekommen, aber lustigerweise nur die Rüstung an sich und zweimal die Gamaschen. Die Gamaschen habe ich schon an. Ja, fehlen halt noch die Armstulpen und der Helm. Ja. Gut. Dann wollte ich einmal ganz kurz hier zu unserem wundervollen Umwandler, Freund. Weil mir wurde geflüstert vom lieben Fay Brothers, dass Seele eines Wolfsbluts. Warte mal, was hattest du gesagt gehabt? Großschwert? Ich glaube, du hattest gesagt, Pharaons Großschwert fandest du ganz nice. Muss mir einmal noch kurz den Kommentar durchlesen. Pharaons Großschwert hattest du gesagt, ist eine geile Waffe. Die sieht auch mega aus. Skaliert auch C mit Geschick, was gar nicht mal so schlecht ist. Und ich meine, mit der Seele können wir auch nur diese beiden Waffen machen, I guess. Wir bräuchten aber 18 Stärke. Wir haben aktuell 11. Das heißt, die Waffe können wir beide nicht tragen. Ne? Ich glaube, ich mache mir die mal. Die sieht auch mega geil aus. Und an sich, den Boss fand ich auch. Fand ich echt geil. Gucken wir uns doch mal die Waffe an. So, packen wir mal die Seelen weg. Ja. Wo bist du, Waffe? Versteck dich nicht vor mir. Müsste ja eine Waffe mit einem X sein. Da. Kann man aktuell nicht tragen. Ach, sogar beidhändig kann ich die nicht tragen. Ja gut, das ändert natürlich vieles. Ey, die verdammten Maske aus in Elden Ring kann man die doch benutzen. Ah, ist das nicht so die Rüstung von denen? Von den Piss-Watchern? Ach krass, und hier ist auch die Rüstung von dem Weisen, ne? Kriegt man bei ihr die Boss-Waffen und, ach nicht Waffen, Rüstungsteile? Komm, gönnen wir uns die doch mal. Ich hoffe, wir haben genug Kohle dabei. Haben wir. Ja, red nicht mit mir. Ich will nicht mit dir reden. Mal gucken, ob die Teile auch besser sind. Oh, ich bin schon wieder so blind, ne? Hier. Der ist sogar nicht besser. Er ist leichter. Untoten ist auch leichter, aber auch nicht besser. Das ist alles echt gar nicht mal so gut. Schade, ich dachte jetzt, das wäre irgendwie so eine übelst krasse Waffe oder so. Ich wollte mal ein bisschen Pyromantie noch kaufen. Ja. Warte mal. Was können wir denn alles benutzen? Was ist das denn? Das ist eine normale Feuerbombe, das ist eine große.
Ja, komm, wir nehmen uns die kleine, wir nehmen uns die große, wir nehmen uns die hier. Das können wir nicht nutzen. Das könnten wir nutzen. Blitzschweiß, starkes Schwitzen erhöht die Feuerschadensminderung und erhöht vorübergehend alle Resistenzen. Oh, krasser Scheiß. Wir konsumieren jetzt mal alle. Ne, warte mal, wir können, glaube ich, auch bei ihr die Sachen einfach verkaufen, ne? Oder wir können eh ganz viel verkaufen. Ganz viel, was wir nicht brauchen. Also bei den ganzen Consumables weiß ich nicht, was wir noch brauchen könnten, gegebenenfalls. Aber das brauchen wir auf jeden Fall nicht, das brauchen wir auf jeden Fall nicht, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das ist eine Boss-Szene, die würde ich noch ganz gerne behalten. Da habe ich überall keine Ahnung. Das sind Upgrade-Materials, die brauchen wir auf jeden Fall. Zauber verkaufe ich überhaupt nicht. Haben wir hier irgendwas doppelt? Sieht schlecht aus. Hier haben wir nichts doppelt. Hier haben wir nichts doppelt, nichts doppelt. Nichts doppelt. Guck mal, hier haben wir doch schon mal das erste doppelt. Bup, bup. Hier haben wir natürlich jetzt ganz viel doppelt. Die werde ich auch offscreen dann weiter farmen ein bisschen. Weil ich hätte ganz gerne von denen das komplette Rüstungsset. Boah, die Hosen sehen alle immer verdammt gleich aus. So, sieht gut aus. Hier haben wir alles nur einmal, außer den hier. Also wir haben weniger bekommen, als ich erhofft habe, bin ich ehrlich. Mal gucken, ob wir ein oder zwei... Ja, okay, wir können einen. Einen kriegen wir. Einen kriegen wir hin. Ja gut, dann müssen wir halt einfach noch ein bisschen... ein bisschen warten. Bis wir die nutzen können. Schade, Schokolade. Dann reisen wir hier hin. Ja. So, erstmal hier wieder beidhändig. Ein bisschen farmen. Genau, hier haben wir schon eigentlich alles abgegrast gehabt. Der Kollege hat irgendwie leuchtende Augen. Und irgendwie die, die leuchtende Augen haben, ist mir so, als ich mir das Video nochmal angeguckt habe, die steigen irgendwie öfter aus dem Grab wieder heraus. So, er ist cool. Guck mal, deren Augen leuchten nicht. Und ich würde jetzt fast meinen Hut verwetten, dass der jetzt auch nicht wieder aufersteht. Das Gute ist, ich habe keinen Hut, also würde ich nichts verlieren. Jo, okay. Gut, dass wir nicht gestorben sind. So. Er hat uns pariert? Mit einer Hand? Mit einem Arm? Okay. Ich schieb das jetzt einfach mal darauf, dass wir einen riesigen Pfeil in unserem Kopf haben, dass wir deshalb von einem kopflosen Einarmigen pariert wurden. Darauf schiebe ich das jetzt mal. Genau. So, der hat auch keine leuchtenden Augen. Das heißt, der wird auch nicht wieder dazu kommen, mich anzugreifen zu wollen, zu machen, zu tun. Genau, da hinten waren wir schon. Hier vorne war jetzt dann, glaube ich, die Leiter. Jo. Schlau.
Also hier war eine Falle. Ich feiere, dass wir einfach diesen riesigen Pfeil in unserem Kopf haben. Eins Item. Aber ich merke schon, hier sind, glaube ich, relativ viele Fallen. Warum sieht diese Wand sieht anders aus als alle anderen Wände hier unten? Wurfmesser. Und da ist noch ein Podest, wo er auf uns schießt. Aha. Warte mal, seine Augen haben geleuchtet. Haha, ich wusste es. Ich hab's einfach herausgefunden. Jetzt leuchten seine Augen auch nicht mehr. Habt ihr das gesehen? Foliant von Katus. Ich habe einfach das System gedribbelt. Ich sag's euch, Skelette hassen diesen Trick. Gut, hier ist nichts mehr. Hier sehen auch wieder alle gleich aus. Vorsicht vor Zerrfeind. Heißt es jetzt, dass hier mehrere sind und einfach nur dieser eine zähe Feind ist? Jo, merci. Merci, Cherie. Lol. What the fuck? Was ist falsch mit dir, Alter? Jo. Wieso kann der... Ist der unter der Erde oder? Das sieht aus, als würde er sich so in die Erde eingraben. Okay, sorry, Digga. Also hier gibt es echt viele kleine Titanitscherben. Die Wand sieht auch irgendwie an. Okay, die nicht. Ich habe jetzt irgendwie richtig Paranoia, dass hier in diesem Gebiet übelst viele versteckte Wände sind. Guck mal, hier geht es jetzt runter. Hier geht es jetzt down under. Aber da ist auch noch was. Das heißt, entweder geht es hier, wenn wir hier unten sind, einmal nochmal links und dann hier hoch. Oder hier geht es rechts noch einmal runter. Das heißt, hier wird vielleicht auch noch eine... Ich wollte gerade sagen, hier wird es wahrscheinlich auch noch eine versteckte Wand geben. Aber diese Öffnung ist nicht wirklich versteckt. Okay, das sind aber nicht gerade wenige. Jo. Digga, chill doch mal. Aber das Gute ist, die haben alle keine glühenden Augen. Das heißt, die können mich ganz leicht töten. Das ist nämlich, das heißt das nämlich. Haben wir es jetzt? Ey, Azrael, oder wie hieß sie nochmal? Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and I've not been able to find him since. Wie sieht euer Kopfschmerzgesicht aus? Yes, I see. Horace is a valiant knight. He's probably searching for me right now. Ja, der kriegt das alleine hin. If you happen upon him, that I remain and will lay prism stones to please send him my word. May the flames go. Klar, wir helfen dir. Ja gut. That's it. Aua.
Ich glaube, mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht. Hier geht's nur runter in den Tod. Ich muss immer an diese Kopfschmerzwerbung jetzt denken, wenn ich sie da so sehe. Oh shit. Oh mein Gott. Was war das? Was ist das? Kann man das töten? Junge! Nein! Da-da-dam. Da wären wir wieder. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo meine Seelen geblieben sind, ich bin einfach mal dreimal gestorben. Ich bin dreimal gestorben auf dem Weg hierhin. Viermal. Digga. Ich kann nicht mehr. Gut, auf ein neues. Da wären wir wieder. Aber diesmal ganz nah am Rand. So dass wir ja nicht erwischt werden. Kann man die Dinger eigentlich irgendwie kaputt machen? Töten? Ey, eine Glut. So, ganz vorsichtig. Oder sind die so unsterblich, also unsterblicher jetzt nicht, aber wie aus Elden Ring da diese Streitwagen. Die sind zwar nicht unsterblich, aber die erfüllen ja irgendwie denselben Zweck. Moin. Wer ist er denn, Alter? Siehst du, bei ihm leuchten jetzt hier die Augen wieder. Das heißt, der wird... Oh shit. Nein. Wiederkommen. Hm. Nein. So, erstmal machen wir dich hier kalt. Den dich. Und dann erstmal erneut dich. Lol. Okay, der hat hier so ein Ding, was er wirft. Was echt nervig ist. Hier haben wir irgendwie ein Item übersehen. Und toten Knochensplitter. Geil. Och Mann, Alter. Nervig, nervig, nervig. Was sind das hier für Knochendinger? Oh. Also manchen sind Zauber drin. Ey. Oh shit.
Das war eine gute Falle hier. Katus Milchring. Ein Milchring? Was ist denn ein Milchring? Ein Milchring. Wo haben wir ihn denn? Den Milchring. Oh, ich werde schon wieder in eine andere Welt beschworen. Da, Milchring. Erhöht die Geschick leicht und macht beim Rollen unsichtbar. Erhöht Geschick? Das ist natürlich geil. Und beim Rollen unsichtbar? Sind das zwei Invader oder was? Sind die beide? Ich bin ein bisschen verwirrt. Keine Ahnung. Irgendwas wird da schon gewesen sein. Gut, hier ist nothing. Der hatte, glaube ich, leuchtende Augen, oder? Ja. So, der hat keine leuchtenden Augen. So, ich hoffe, den können wir jetzt, die können wir einzeln pullen vielleicht. Juhu. Genau, komm du mal zuerst. Der hat auch direkt mal Seelen gegeben, das heißt, der ist auch direkt mal tot. Okay, hau mich mit deinem Schild, Alter. Auch direkt mal tot. Gut, hier sind ein paar Leute gestorben. Das war knapp. Gut, dass ich es noch gelesen habe. Oh nein. Nein, ist das das? Oh nein. Das sind die Skelett-Wheels. Wie geil ist das denn? Oh, ich hasse diese blöden Skeletträder. Ich kriege da Angstzustände seit Dark Souls 1, wenn ich die sehe. Ein Feuerchen. Ein Leuchtfeuer. Geil, geil, geil. Oh Mann. Kann man die nicht irgendwie töten? Das weiß ich natürlich nicht. Wie lange der da braucht jetzt. Und wir haben so ein bisschen gestuckt. Ja, Ratten. Ist aber auch blöd, wenn man immer nur in eine Richtung rollen kann, ne? Lass mich raten. Hier irgendwo ist dann auch das Loch, wo wir hätten runterfallen dürfen können.
Jo, danke dir. Na, der kommt wieder. Nee, doch nicht. Ach, diese ganzen Toten, die hier liegen. So, wir klären erstmal das hier. Also da hinten können wir lang, hier können wir lang. Hier können wir lang. Hier ist eine Mutterratte. Wir haben aber schon ein bisschen angeknabbert. Diese ganzen Hautreste irgendwie. Ach so, hier ist so ein Kackehaufen vom Himmel gefallen. Oh Mann, hier kleben die jetzt überall. Jetzt komm doch hier runter, Alter. Ja, komm du runter. Was für eine Daseinsberechtigung haben die eigentlich? Gibt's da auch irgendwie eine Lore? Eine Leiche ist verflüssigt und hat trotzdem noch gelebt oder was? War so klar, dass das jetzt irgendwie eine Falle ist. Jetzt kommen sie aber auch alle runter, ne? Oh nein. Oh mein Gott, nein. Aber macht nicht mehr so viel Schaden wie früher. Ich hasse diese, ne? Vor allem in diesem Gebiet, in diesen Katakomben, in DS1, bei Nito. Also, die müssen nicht nur einmal getroffen haben, du wurdest totgestaggert. Nein, 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 nein. Lass mich doch mal hier. Mann. Gut. Guck mal, hier hängt auch noch einer. Oh, shit. Geh weg. Die bluten ja sogar, ist mir noch nie aufgefallen. Bäh. Widerlich. So, komm her hier, du hast keine Daseinsberechtigung. Aber hier gibt es doch bestimmt auch irgendwo versteckte Gänge, oder? Und hier rutschen die nächsten Kackehaufen rum. Ich meine, die haben, haben die nicht Feuerschaden? Also, dass sie gegen Feuer sehr, das Feuer gegen die sehr effektiv ist, meine ich. Ich meine, da war irgendwie sowas. Gut. Ich hasse euch. Die fallen ja auch runter wie so Flatschen. Ja, ist klar. Genau hier drüber, wenn man jetzt den hier nehmen möchte, kriegt man so ein Ding auf den Kopf. Mann, geh doch weg. Katus Blutring, den gucken wir uns gleich mal an. Wenn dieses Ding hier uns nicht mehr so abfuckt.
So. Katus Blutring. Da, Katus Blutring verstärkt, glaube ich, Unbesiegbarkeit bei Rollen auf Kosten der Abwehr. Achso, also es verlängert so gesehen den Zeitraum, wo man bei einer Rolle halt keine Collision hat oder sowas, ne? So kann ich mir das vorstellen. Das ist sick. Da hat man viel... Also wenn man auf Ausweichen geht, ne? Ja, okay. Die Dinger, die geben auch nur 44. Das lohnt sich nicht. Falls ihr hier noch irgendwelche versteckten Gänge wisst, die ich jetzt übersehen habe, könnt ihr mir das gerne sagen. Gut. Gucken wir mal hier rein. Das sieht aus wie ein Shortcut, den man später freischaltet. Aber es sieht geil aus, das Gebiet. Gut, dann gucken wir mal, ob hier vielleicht einer ist. Nein. Jetzt können wir hier hoch. Oder hier geradeaus. Ich glaube, wir gehen erstmal... Ich dachte gerade, da lebt noch was. Ich glaube, wir gehen erstmal hoch. Oh, shit. Mann. So, warte mal, wir holen dich mal hier so ein bisschen down under. Ich wollte nicht sagen, dass wir ihn runterholen. Habe. Gut, hier lebt, glaube ich, jetzt nichts mehr, außer der da, der uns gerade entgegenkommt. Du bist ja aber auch, du rennst aber auch, du bist ja so ein richtiger Ninja. Jo. Oh nein, der lebt noch. Ach Mann. Geht doch. Das ist gerade fast in die Hose gegangen. Hier geht's auch nochmal runter. Asche eines Grabwächters. Warte, wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir dann auf der anderen Seite wieder. Ah, okay. Seit wann gibt's hier Krebse? Und wo kommt das Item her? Fragen über Fragen. Ach, entspannt. Guck mal, die können wir richtig schön schießen. Hey. Haha, was für ein Loser. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal auf die andere Seite irgendwie, ne? Wie kommen wir darüber? Hm.
Vielleicht haben wir doch auf der anderen Seite noch was übersehen. War hier nicht auch noch so ein Ball, der hier die ganze Zeit rumgerollt ist? Wo ist der eigentlich? I don't know. Gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part mal. Ich werde jetzt dann noch ein paar Mal ich werde noch ein paar Mal diese Finsterritter farmen, um vielleicht dann mal noch die Gamaschen, ach ne, die Gamaschen haben wir schon, die Armstulpen und die Maske zu kriegen. Das wäre natürlich übelst geil. Mache ich ein bisschen offscreen an. Und ja, vielleicht farme ich dadurch auch genug Seelen, dass wir die Waffe von den Abgrundwächtern, oder wie die heißen, Wächter des Abgrunds, vielleicht kriegen wir es dann sogar hin, dass wir die Waffe nutzen können. Das wäre natürlich auch mehr gut. Dann würde ich sagen, war eine geile Folge. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Kommentiert fleißig. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, dann sehen wir uns doch in der nächsten Folge. Haut rein.